Moin moin und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich wollte euch eigentlich erst zu Tag 60 wieder zuschalten, weil ich wollte jetzt noch ein bisschen Roheisen sammeln, um Stahl herzustellen. Und bin dann nochmal kurz an dem Buchladen vorbei und habe dann endlich das Rezept für den Bohrer gefunden. Dann war ich gleich nochmal beim Händler, lag ja auf dem Weg. Der hatte denn die Bohrerklinge. Lasst euch wie heißt das jetzt hier? Von der. Na hier, davon. Nicht abhalten. Von der. Ich komme nicht auf dieses Kackwort. Sorry. Wir müssen uns sowieso eine neue Bohrklinge herstellen. Und dafür braucht ihr komischerweise eine Bohrerklinge. Ja. Qualität. Qualität, das Wort habe ich gesucht. Lasst euch von der Qualität nicht täuschen. Das ist egal, wie die Klinge hier aussieht. Packen wir erstmal das ganze Geld wieder weg hier. Na, ich gedacht, ich schalte euch mal zu. Wir bauen den Bohrer zusammen, ne? Und dann gehen wir den auch gleich mal ein bisschen ausprobieren. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Dann haben wir noch ein bisschen Lasur gefunden. Da. Die Munition kommt auch weg. So. Wo waren die Motoren? Na, da bestimmt nicht. Hier auch nicht. Hier? Nee. Hier. Genau, die Erdbohrerteile habe ich nämlich auch schon. Zwar auch keine guten, aber naja, was soll's. Dann nehmen wir den Motor. Und dann brauchen wir Haltegriffe. Wir brauchen Haltegriffe. Kurz eingeben. Griff. Handgriffe, okay. Kleber, Leder, Teile, Rohr. Leder, ja, Leder war auch. Und mechanische Teile. So, machen wir uns hin. Die Handgriffe. Den Rest bringen wir wieder weg. So. Den haben wir schon mal. Wartet mal, ich werde mal noch ein paar Punkte auf. Ups. Ein paar Punkte auf Wissenschaft setzen. So. Jetzt hätten wir wahrscheinlich auch einen 500er Handgriff, aber das ist jetzt nicht so schlimm. So, wir brauchen jetzt die Bohrerklinge. Da ist Bohrerklinge. Ein Reparaturkit und ein bisschen Stahl. Bisschen Stahl ist hier. Und ein Reparaturkit auch. Aber es ist schon komisch, oder? Also wir wollen uns eine Bohrerklinge herstellen und brauchen eine Bohrerklinge dafür. Das habe ich noch nie ganz verstanden, aber okay. Das müsste jetzt eine 500er werden. Ich könnte jetzt auch noch neue Handgriffe machen, aber ach, scheiß drauf. Das Ding wird trotzdem gut. Liegt das nicht an der Wissenschaft?
Wissenschaft. Fertige medizinische, chemische und mechanische Gegenstände sowie Fallen schneller und von besserer Qualität. Fall zutreffend. Erhalte die fertige. Also bessere Qualität habe ich jetzt gerade nicht gekriegt. Ah ja, was soll's. Wir kriegen schon wieder Besuch. So, setzen wir den Bohrer zusammen. Wir brauchen. Nehmen wir erstmal die Handgriffe. Boah. Dann brauchen wir die Teile. Zack. Dann brauchen wir natürlich die Klinge. Zack. Und den Motor. Naja, geht ja noch. Von der Qualität her. So, das ist unser Bohrer. Dann nehmen wir gleich mal ein bisschen Benzin mit. Warte mal, da oben ist noch ein Abwurf. Okay, den brauchen wir nicht markieren. Der liegt ja eh da vorne. Benzin und ihr braucht Kits, ja? Ihr braucht jede Menge Reparaturkits. Ja, sehr gut da oben. Nehmen wir mal zwei mit. Einmal wollte ich die Karre auftacken. Und den Bohrer. Ich glaube, da passen immer noch 100 Liter rein oder so. Die Abkanne. Ha! Don't cry for me, Argentina. Gut. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, allzu viel nicht. Egal, wir testen den jetzt. Wir fahren mal hier kurz durch die Walachei. Ich würde jetzt gerne da hinten lang fahren zu den, aber da ist der Weg jetzt definitiv zu weit. Hier müssen ja auch noch ein paar Steine kommen. Ich habe ja nicht alles abgefarmt hier. Oh, dann kann ich ja mal im Tunnel auch weiterarbeiten. Schön, schön. Wie kommt denn bitte schon der Zombie da oben hoch? Naja. So, Steine, Steine. Was, oh, da oben sind doch Steine. Gehen wir gleich da oben hoch. Bohrer hierher. Oh, ist das euer Ernst? Ich möchte jetzt nicht gestört werden. Oh, wie sieht's denn hier? Ich hab gar nichts mehr hier. Alle? Nö. Egal. So, dann würde ich mal empfehlen, macht mal eure Kopfhörer oder sonstiges etwas leiser, weil der ist ziemlich laut. Habt ihr gesehen, wie schnell es geht? Das geht einmal frei. Also ihr farmt damit so schnell Stein und Eisen, das ist Wahnsinn.
Habe ich da vorhin was gesehen hier? Mit dem Ding könnt ihr euch natürlich auch etwaige Gegner vom Leib halten, keine Frage. Ihr seid damit natürlich ein totaler Zombie-Magnet, keine Frage. Aber hey, ja, ihr spart Zeit. Jo. Geht auch ziemlich fix. Ah, ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, wie viel Steine man mit einer Tankfüllung wegkriegt. Aber ein paar waren es schon. Demonstriere das mal hier an den Großen. Oh. Nothing. Guckt mal rechts, was jeder sammelt in der Zeit. Das ist Wahnsinn. So, den haben wir komplett weggesnackt. In unter einer Minute. Yeah. Komm her. Oh, warte. Fast 200 fast die sogar, okay. Lass den Kopf nicht hängen. So. Also ich denke mal, das Ding gefällt euch. Mir auf jeden Fall. Und damit. Gut, hätte ich den Graben ruckzuck. Also ich sag mal innerhalb von 2 Tagen gemacht. Keine Frage, aber ich habe ja eh noch was vor, von daher ist der noch gut nützlich. So, jetzt tanke ich erstmal meine Karre, sonst vergesse ich das wieder. So. Nutzbarkeit. Geht da jetzt die Qualität runter? Ich weiß es gar nicht. Ups. 447. Nö. Passt. Okay, das will ich nicht mitnehmen. Das ist Schund. Ja, ne? Also in der kurzen Zeit 700 Eisen. Nochmal 3700 Stein dazu. Und wir hatten ja jetzt nur 2-3 Stunden Zeit. Wenn ihr das den ganzen Tag macht, bei einem Feld voll Steine, tja, könnt ihr euch ruckzuck ein ordentliches, ich habe heute ganz schön Wortfindungsstörung, meine Güte, ey. Nach Reserven anlegen, ne?
Ja. So, dann mache ich nämlich hier weiter. Sehr schön, das lübt, das lübt. Damit können wir auch schon ordentlich Spitzen aufwerten. Definitiv. So, das hier rein. Ah, hier läuft's auch. Gut. Das lassen wir mal schnell durchlaufen hier, die 12. Okay. Gut, dann würde ich sagen, nächste Folge machen wir denn, ja, rüsten wir den Graben mit den restlichen Spikern auf. Ich habe ja noch ein paar gemacht hier. Und dann machen wir uns hier ans Werk. Das werde ich aber auch schon offscreen ein bisschen machen. Weil ständig dieses Motorengeräusch vom Erdbohrer, ich glaube nicht, dass ihr euch das antun wollt. Und dann werde ich bis zum Haus vorstoßen. Und in Richtung Wohnstube denn hochbrechen. Ja, also machen wir das. Ich denke mal, das machen wir. Jetzt kommt Tag 59. Ja, das machen wir nächsten Tag. Also sehen wir uns Tag 59 wieder. Bis dahin, macht's gut.